crazy show, and you can see me on TV. I guess it's how it's gotta be. I don't care, because I know it's just a big, bad, crazy show, and you can see me on TV. I guess it's how it's gotta, how it's gotta. Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge von Sissi will Wolle. Mein Name ist Sissi. Ich habe es geschafft, die Aurora heute zu mir zu setzen, aber man weiß nicht, wie lange sie bleibt, weil sie ist da sehr eigensinnig. Aber sie sagt zumindest mal Hallo. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es hat jetzt ein bisschen Pause gegeben, beziehungsweise ich bin momentan statt in einem zweiwöchigen Rhythmus mehr so in einem dreiwöchigen Rhythmus, wenn du die letzten Folgen verfolgt hast. Bei den letzten Folgen eingeschaltet hast, ist dir das sicher aufgefallen. Es liegt unter anderem daran, dass Sommer war, dann liegt es einfach daran, dass sie jetzt wieder die Schule angefangen hat und ich bin Lehrerin. Und es gibt einfach ganz viele Dinge, die parallel laufen und ich habe einfach nicht so viel Zeit zum Stricken tatsächlich und schaffe es auch nicht so, jetzt momentan alle zwei Wochen aufzunehmen, aber vielleicht komme ich ja wieder in diesen Rhythmus. Wenn nicht, sind wir froh, dass ich es alle drei Wochen schaffe. Bleib da, geh nicht weg. Kuschel mit uns. Ja, wie gesagt, in meinem Podcast, also in meinem YouTube-Channel, rede ich normalerweise über das Stricken, über die Dinge, die ich so auf den Nadeln habe. Manchmal auch über das Spinnen. Das Spinnrad habe ich jetzt sicher seit einem Dreivierteljahr oder so gar nicht angerührt. Da muss ich jetzt echt mal wieder schauen, dass ich das in den Gang bringe. Eigentlich finde ich super schade, aber irgendwie steht das sehr komisch. Und das Gleiche gilt irgendwie für dieses Zimmer. Das Zimmer ist irgendwie vollgeräumt und da ist einfach so viel Chaos, dass ich nicht gerne da bin und das macht schon auch sehr viel aus, also mir ist auch irgendwie, die Wolle ist irgendwie verstreut, also Gott sei Dank seht ihr dieses Chaos nicht und ich werde es nicht für euch filmen, weil es ist furchtbar, es stört mich selbst so immens und dadurch, dass hier irgendwie so Chaos ist, ist auch irgendwie in meinem Strickmojo-Chaos, habe ich das Gefühl, also ich habe irgendwie so eine Strickflaute, ich habe zwar Sachen fertiggestellt und ich habe auch Sachen auf den Nadeln, aber irgendwie komme ich nicht so richtig in die Gänge, was sicher dann auch diesen dreiwöchigen Rhythmus ein bisschen bedingt. Ich möchte schon die ganze Zeit de-stashen, was schwierig ist, wenn man die ganze Zeit neue Wolle irgendwie hat, kriegt, kauft. Da ist auch schon wieder Wolle, aber das zeige ich euch gleich. Also ich habe selber noch nicht reingeschaut, deswegen, das wird dann noch eine spannende Box für uns. Aber zuerst zeige ich euch einmal, was ich fertig gestrickt habe und wie es mir damit gegangen ist. So, zuallererst, die zwei Stücke, die ich euch heute zeige, die waren letztes Mal eigentlich schon fast ganz fertig. Und jetzt sind sie dann hundertprozentig fertig, vernäht etc. alles. Zuerst einmal mein Elten-Cardigan bzw. mein Bumblebee-Sweater. Das ist ein Design von der Jorge Locatelli. Ich habe den bereits zum zweiten Mal gestrickt. Der Unterschied ist, dass ich diesmal in nur unter Anführungszeichen zwei Farben gestrickt habe und eine Nummer größer als meinen ersten. Mein erster war der Candy Crush, habe ich ihn, glaube ich, genannt, Candy Crush Cardigan, der super bunt ist mit ganz vielen unterschiedlichen Mohair-Farben. Eventuell blende ich euch da ein Bild ein, weil den habe ich jetzt nicht bei mir. Und den trage ich super gern, der ist großartig, der ist locker, der ist luftig, der ist bunt, der ist toll. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Version, die ein bisschen größer ist und vor allem in diesem Bumblebee-Muster, also in zwei Farben gestrickt. Zu der Wolle sage ich gleich was, ich möchte nun zuerst aufs Design eingehen. Es ist irrsinnig einfach, dieses Design, finde ich. Also insofern einfach, weil du, sobald du die komplizierte Passage, nämlich diese Schultern, die Schulternpassage überwunden hast, unter Anführungszeichen, oder geschafft hast, ist es eigentlich nur noch ein gerade-rechts Stricken. Also es ist du strickst es dann flach, du fängst eben oben mit der Schulterpartie an, hast hier verkürzte Reihen, dadurch ergibt sich eben diese Form. Du nimmst zuerst, glaube ich, die linke Schulter vorne, dann die rechte Schulter vorne, dann nimmst du die linke Seite und dann bist du hin und her und dann kommst du irgendwann nach vorne. Also es ist prinzipiell kein sehr komplexes Stricken. Wie gesagt, das Aufwendigste ist, dass du mal die Maschen stilllegst und dann wieder auf einer anderen Stelle aufnimmst und auf die Nadeln hast und die verkürzten rein. Wenn du Socken stricken kannst, kannst du das auch. Wenn du eine Bumerang-Ferse kannst, kannst du das auch. Ist eine sehr gute Anleitung, eine sehr viel gestrickte Anleitung. Wie gesagt, ich habe die jetzt auch das zweite Mal gemacht. Ich habe die eine Nummer größer gemacht, so die kleinere, also das war jetzt eine Größe 3, die Größe 2 passt mir wirklich gut. Ich habe mir einfach gedacht, das ist ein bisschen lockerer, ein bisschen legerer, ein bisschen angenehmer. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ehrlicherweise, ich hätte die größere Größe nicht gebraucht. Das passt
wirklich einer Person, die eine Größe oder zwei Konfektionsgrößen größer ist, problemlos. Er schaut jetzt nicht schlecht aus, finde ich. Aber es hätte es einfach nicht so locker gebraucht. Ich könnte ihn jetzt problemlos vorne zumachen. Ich habe, was ich verändert habe, unter Anführungszeichen, ich habe keine Knöpfe, also keine Knopflöcher gestrickt. Das mache ich nie, weil ich werde ihn nicht zumachen. Ich habe sehr viel Platz vorne. Also er ist jetzt sehr locker. Wie gesagt, den passt jemanden mit doppelter Oberweite auch. Dadurch, dass ich ihn eh offen trage, und ihr seht schon, das ist so eine, man nennt es auch Boxy-Schnitt, einfach eigentlich gerader Schnitt, hat überzogene Schulter. Und auch da hätte ich eben diese längere Passage einfach nicht gebraucht. Das heißt, mir hätte die kleinere Größe einfach hier auch gut gepasst. Die Ärmel kann ich ja eh so anpassen, wie ich sie brauche. Bei dem Strickmuster ist das super praktisch. Ich würde ihn sogar sofort herschenken, unter Anführungszeichen, aber ich liebe ihn. Also ich finde ihn urcool, mir gefällt das super, super gut. Er ist genauso geworden von den Farben, wie ich es wollte, eben dieses Bumblebee. Und es ist mit dem mit der Wolle perfekt ausgegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt im Prinzip nur zwei Farben verwendet, aber insgesamt drei Knäuel, beziehungsweise drei unterschiedliche Wollen. Die erste Wolle, die ich verwendet habe für die Schulterpartie und auch für die Bündchen am Kragen, auf der Seite und auch unten beim Abschluss, bei den Ärmeln. Das ist eine Summer Sock vom Kraftstoff in der Farbe Dark Prisma. Die Wolle habe ich von der Steffi bekommen, damit sich das alles gut ausgeht. Die ist ein bisschen sozusagen vom Gefühl her trockener mit Seidenanteil, also eben auch Seide drinnen, wird durchs Waschen auf jeden Fall ein bisschen noch weicher und hat, was mir total gut gefällt, diesen wunderschönen Glanz. Ich habe da die Anleitung so gestrickt, wie sie ist, nämlich mit diesem italienischen Abketten. Das gefällt mir super gut. Das hat zur Folge, ich hoffe, ihr seht das, weiß ich nicht, ich probiere es, dass sich hier am Ende, also hier am Rand, hier am Rand die Maschen praktisch wie, als würden sie von unten und von oben sozusagen herumgehen. Also es ist kein einfach nur ein Cut, sondern es hat man das Gefühl, es ist irgendwie so ein runder Abschluss. Das italienische Abketten. Im Prinzip ist es nichts anderes als in einem Rippchenmuster ein Maschenstich. So wie bei der, wenn du die Zehen abnähst mit einem Maschenstich bei den Socken zum Beispiel, ist es eigentlich nichts wirklich anderes. Ich habe eben für die Schulterpartie und für die Bündchen diese Wolle verwendet. Dann habe ich dieselbe Farbe, aber anderes Material, Kid Silk. Eben auch von Kraftstoff, für die schwarzen Streifen verwendet. Das sieht man da ein bisschen durch. Das ist sehr locker und sehr leicht. Dadurch ist das ganze Ding eigentlich auch sehr leicht. Und das Gelb ist von Dye My Style, ein Merino, glaube ich, 100% Merino. Und zwar die Farbe 96, also Gelb. Und das Coole ist, es ist ein kompletter Strang Gelb drinnen. Und nur für die letzten vier Streifen oder so, hat mir der Dirk noch einmal 20 Gramm nachgefärbt. Das heißt, ich habe hier von der gelben Farbe 120 Gramm drinnen. Und jetzt fragt mich bitte nicht, wie viel von den anderen drinnen ist. Aber ich glaube, insgesamt hat das Ding nicht mehr als 200 Gramm. Obwohl es für meine Verhältnisse lange Ärmel hat. Es hat Ärmel. Das ist ja nicht so, ne? Das bedeutet, dass du damit, also ich hätte, glaube ich, wenn ich wirklich die kleinere Größe gestrickt hätte, wäre ich definitiv, wenn ich eben diese ganzen Abschlüsse mit einer anderen Farbe stricke, problemlos mit 100 Gramm ausgekommen. Ich habe ihn ein bisschen länger gestrickt, als die Hochi das in ihrer Anleitung hat. Ich wollte, dass das wirklich eine Weste ist, die mir auch bis zum Popo geht. Also gute Komfilänge, gute Komfortlänge. Vorne ist es ein bisschen, unter Anführungszeichen, länger, aber nur deshalb, weil ich keine Knöpfe habe. Wenn ich Knöpfe habe, ist es gleich lang. Seht ihr das? Also wenn ich es zumachen würde, könnte ich theoretisch immer noch überlegen, dass ich es zumache, aber wollte ich halt jetzt nicht. Und ich habe es eben absichtlich in so einen neutraleren Ton gestrickt, damit das auch so ein bisschen besser zu allem passt. Ich habe jetzt schon gesagt, dass ich es herschenken würde. Ich überlege wirklich, weil sie einfach nicht ganz so
stailliert, schmeichelnd ist wie die andere, aber mir gefällt die Farbe so gut und sie hat auch wirklich Spaß gemacht zu stricken. Und vor allem mir hat es dann so Spaß gemacht, wie ich wirklich alles an Wolle so weit wie möglich aufbrauchen konnte. Also vom Mohair habe ich auf jeden Fall noch was, bitte fragt mich nicht wo, ich habe hier keine Ordnung und es macht mich fertig. Irgendwo in diesem Chaos liegt noch die Wolle rum. Also ich habe von dem Kitzsilk auf jeden Fall noch was über und von dem Summersock ist auf jeden Fall noch genug über, dass ich das wieder der Steffi zurückgeben kann. Das war auch der Deal, dass sie mir sozusagen nur so viel ausleiht, wie ich brauche, damit ich den Cardigan stricken kann. Es ist hier drinnen zu warm. So leicht dieses Drum ist, so wärmend ist es. Das mag ich irrsinnig gern an der Weste. Was wird das hier? Das mag ich, nein, du kannst nicht in die Box. Das mag ich irrsinnig gern an dieser Weste, weil sie wirklich leicht ist und schnell und super klein reinstopfbar ist in die Tasche. Die Katze packt jetzt schon die Wolle aus. Aurora, hör auf! Das ist meine Wolle! Ich mag, nein, kannst du mir das lassen? Das ist meine Wolle! Du kannst nicht... Hörst du auf? Lass das, du, Unpacking bei Aurora. Ich wollte das nachher machen. Kann ich das bitte nach... Leg dich hin und gib auf. Gut. Also, Elkencardigan. Ich finde prinzipiell eine super Beginneranleitung, weil du musst eigentlich auf nicht viel achten. Sobald du über die Schulterpartie drüber bist, ist es nicht schwer, du kannst dazwischen hineinschlupfen, du kannst es super gut erweitern, du kannst mit den Farben spielen, du kannst es einfärbig machen. Es ist wirklich, das Design ist sehr, also ich habe schon gesehen in ganz, also sie, das, noch einmal, das Design von der Hochi ist prinzipiell in komplett gelb. Ich habe schon in schwarz gesehen, ich habe es wie gesagt in zweifärbig gesehen, dass eben das Mohair ein bisschen eine andere Farbe hat als die Hauptfarbe sozusagen. Wie gesagt, ich habe meinen komplett bunt gemacht, da hat jeder Mohair-Streifen eine andere Farbe gehabt, weil ich mit Resten gearbeitet habe. Das geht genauso, du kannst es in Regenbogen machen, du kannst es, wie du willst. Ja? Das sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und letztendlich könnte man auch relativ gut Reste verarbeiten. Der Vorteil, wenn man es nur in den zwei Farben macht, dass man über diese vier Reihen immer die vorige Farbe sozusagen mitnehmen kann. Das sind immer nur alle vier Reihen, das ist ein Streifen. Und du musst nicht so viel vernähen. Du hast genug zum Vernähen, weil einfach durch die Schulterpartien, wo immer anders angesetzt wird und auch durch die Bündchen, ergibt sich einfach, dass man vernähen muss. Aber insgesamt ist es relativ vernäharm sozusagen. Was ich nur geändert habe, wie gesagt, ist die Breite des Bündchens unten. Das habe ich breiter gemacht. Eben den Farbwechsel, dass ich eine Summer Sock und eine ganz normale Merino-Wolle genommen habe und wie gesagt, ich habe ein bisschen längere Bündchen gemacht. Damit ich die Wolle hundertprozentig aufbrauchen konnte und letztendlich habe ich dann am Schluss gewusst, ich brauche noch 20 Gramm, sonst wäre es mir nicht lang genug geworden, habe ich bis zu den Ärmeln, also bis zu der Ärmelabteilung gestrickt, dann habe ich die Ärmel gestrickt, solange ich sie wollte und dann habe ich den Rest an Wolle reingedonnert in der Länge, wie ich es wollte. Ja, und wie gesagt, ein 100 Gramm Strang hätte mir der Dirk auch gefärbt, aber das hätte sich einfach nicht gebracht und vor allem, mir haben wirklich nur vier Streifen oder zwei Streifen gefehlt, also wirklich ganz, ganz wenig. Und ich bin urhappy, wie gut das geworden ist, wie wenig sichtbar letztendlich dieser Unterschied ist. Ich finde das ganz, ganz toll, obwohl die Wolle, die ich hatte, war schon 2 oder 3 Jahre alt und den Strang hat er mir, auf das ich zeige es ihm noch einmal und er hat es halt super aufgeschrieben gehabt, nachgefärbt. In einem Pullover wäre es vielleicht, also in einem Pullover oder in einem Tuch, wo es direkt nebeneinander ist, wäre es vielleicht sichtbarer, aber dadurch, dass eben dazwischen immer diese schwarzen Streifen sind und dass insgesamt das, dieser Farbverlauf oder diese Farbschattierung, Nuancen so vielfältig sind, sieht man es wirklich, finde ich, nicht so. Es wirkt ein bisschen dunkler, aber das stört gar nicht, vor allem weil es eigentlich oben auch nochmal dunkler ist. Also das ist, dazwischen dürfte der Strang einfach unter Anführungszeichen heller gewesen sein. Großartig, also da zeigt sich auch, Handfärben ist natürlich auch immer ein bisschen unter Anführungszeichen ein Glücksspiel. Vor allem hat er ja nicht auf einem 100 Gramm Strang gefärbt, sondern nur auf einem 20 Gramm Strang. Das macht es auch nochmal eigentlich schwieriger. Dirk, du bist der Beste. Ich bin begeistert. Ich meine, das weißt du eh, dass ich begeistert bin, aber ich bin begeistert. Danke, danke, danke. Und das ist einfach cool, wenn man sagen kann, du, ich brauche das, geht das. Und wenn dann kommt, ja, das geht und dann ist es auch noch leibernd, yeah. Glücklich, einfach glücklich.
So. Schaut das wenigstens so herzig aus wie von hier. Du bist furchtbar. Furchtbar süß, aber furchtbar. Mein zweites fertiges Strickprojekt, das ich euch zeigen kann, noch vom Sommer, ist jetzt endlich vom Vivo Sommer Kai. Ist mein Beitrag fertig. Yay, finally! Es hat für immer gebraucht, weil ich an verschiedenen Enden nochmal dumm geschustert habe. Also, ich zeige euch zuerst einmal das Design. Das Design ist von Audrey Borrego, Yarn Flakes auf YouTube auch, und das ist eine Indie-Designerin aus Frankreich, und die Wolle ist Sandness, die ich mir besorgt habe in der Lille Boutique. Da hat man die meiste Auswahl, was Sandness Garne betrifft, und da habe ich, wie ich das Design gesehen habe, ich gewusst, ich möchte das unbedingt stricken, und habe gleich gewusst, ich möchte es in der Sandness stricken. Zuerst zum Design, ich finde es super cool. Prinzipiell habe ich ein bisschen was verändert. Es wäre nämlich ein, auch wie bei der Hochi, ein gerade geschnittenes Design. Also das habe ich euch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt, weil mir haben nur noch die Bündchen gefehlt. Und ich habe hier ab den Ärmeln, das sieht man eh ganz gut, ganz starke Abnahmen gemacht. Ich kann das kurz anziehen. Man sieht das, finde ich, am Körper unter Anführungszeichen gar nicht, aber es schmeichelt ein bisschen mehr. Ich könnte das auch problemlos ohne was drunter anziehen, weil das ist eben auch super angenehm auf der Haut. Also so schaut das hier an mir aus. Und ihr seht, dadurch, dass ich eh auch, also oben ist es weiter und hier aber eigentlich tailliert bin, schmiegt sich das hier einfach schön an und steht nicht so arg ab. Ich mag das Ding unendlich gern. Es ist super cool geworden. Also ich bin sehr, sehr happy. Für mich neue Techniken, also eigentlich eine neue Technik, war dieses Intarsia hier, wo man mehrfärbig arbeitet, und das dadurch, dass das aber flach gestrickt ist und nicht in Runden, muss man den Faden oder das Knäuel immer hängen lassen. Und deswegen hat man teilweise oben, ich glaube, 6 Knäuel gleichzeitig hängen. Was geht, weil das nur 50 Gramm Knäuel sind. Was zur Folge hatte, dass ich ungefähr 1 Milliarde Fäden zu vernähen hatte. Großartig. Es war ein Spaß. Ich habe es auf zweimal gemacht. Also es war unmühsam auf gut Deutsch. Das war das sozusagen Neue für mich, die neue Technik, die ich gemacht habe. Ist nicht kompliziert, ist nicht schwer. Man muss gerade mit dieser Art von Wolle sehr aufpassen, weil das eben ein Leinen-Baumwoll-Viskose-Gemisch ist, dass man wirklich gut verkreuzt und eigentlich sehr streng sozusagen anzieht, dass man keine Löcher hat, weil das tendiert dazu, dass es einfach, wenn man es zu locker lässt, sich nicht zusammenzieht. Ja. Was man hier noch sieht, das habe ich letztes Mal schon gesagt, sieht man das vorne gut, sieht man hinten, warte, ich ziehe es nochmal raus. Das kann ich euch ein bisschen besser zeigen. Dass ich oben flach gestrickt habe und ab dem, wo das Intarsia vorbei ist, in Runden, und das zieht man. Es stört mich nicht. Also das ist jetzt schon gewaschen und geblockt, das ist jetzt wirklich fix fertig, dieses Top. Und dort, wo der graue Streifen praktisch aufhört und der rot und nur noch rot-grau gestreift ist, ab dem Zeitpunkt, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gut sehen könnt, sind die Maschen enger, weil ich in der Runde gestrickt habe. Und ich habe dazu ja schon einen kleinen Vortrag gehalten am Wiener Wollkongress, dass wenn man nur in der Runde rechts strickt, braucht man tatsächlich auch weniger Wolle und ist das Maschenbild ein anderes, als wenn man flach, glatt rechts strickt. Ich hatte hier ein ziemlich fettes Loch. Da. Das ist jetzt nur noch ein Babyloch. es ist okay. Ich bin jetzt wirklich nicht so heikel. Abgesehen davon bin ich froh, dass es fertig ist. Und das habe ich mit den ganzen Vernähereien, habe ich die Löcher zugemacht und natürlich die ganzen Enden vernäht. Zur Wolle. Sie ist sehr, also sie ist verhältnismäßig dick. Es gibt die Linne und die Tünnlinne. Die Linne ist, finde ich, verhältnismäßig dick und vor allem verhältnismäßig schwer. Das Top ist für mich insofern kein Sommertop, weil es relativ schwer ist. Es ist natürlich insofern ein Sommertop, weil die Zusammensetzung der Wolle sommerlicher, nicht wollig ist. Ich habe es noch nicht angehabt tatsächlich. Muss ich noch? Möchte ich noch? Habe ich was am Design verändert? Ja. Ich habe diese Abnahmen gemacht, weil mir war das einfach zu grad und ich habe mir gedacht, das wird mir an mir nicht gefallen. Ich habe oben beim Bündchen ein doppeltes Bündchen gestrickt, so wie es in der Anleitung steht. Also das ist dann
ein ungeschlagenes Bündchen, glatt und dann nochmal glatt und dann innen hineingestrickt. Ich tue das nicht annähen, sondern ich mache das tatsächlich mit der letzten Reihe, mit der Abkettreihe, tue ich gleich unten hineinfahren und das praktisch verstricken, zusammenstricken. Ich habe festgestellt, ich verzähle mich immer. Deswegen mache ich das immer so, bevor ich das sozusagen anstricke, tue ich alle 10, 15, 20 Maschen an den lebenden Maschen sozusagen einen Maschenmarkierer setzen und dann gehe ich gerade runter und setze dort, wo ich praktisch die einfädeln würde, wo ich es annehmen würde, auch einen Maschenmarkierer. Das heißt, ich habe alle 10 Maschen so diese Kontrollmarkierung. Da müsste ich jetzt mit den Maschen sein. Das heißt, ich kann notfalls schummeln, wenn ich ein, zwei Maschen zu früh oder zu spät bin, weil ich das einfach irgendwie nie sehe. Es ist so logisch, ich vertue mich da gerne. Seit ich das so mache, vertue ich mich gar nicht mehr und es wird einfach auch gleichmäßig, ebenmäßig. Prinzipiell hätten alle Abschlüsse ein ungefaltetes Bündchen sein sollen. Ja, oben habe ich das gut gefunden, oben ist passt es für mich auch, dass es sozusagen stärker ist. Dadurch, dass die Wolle sehr dick ist, wird das Ganze dann auch nochmal so vom Gewicht schwerer. Oben finde ich passt es, oben finde ich es schön. Unten habe ich mir dann gedacht, will ich das nicht haben, hat es mir auch nicht so gefallen optisch. Und ganz ehrlich, mir wäre es einfach zu viel Wolle gewesen. Ich hatte nicht mehr so viel Wolle. Also es gab mehrere Gründe, wieso ich das nicht gemacht habe. Erstens hatte ich nicht mehr genug Wolle, weil ich wollte dann nur für den Abschluss nicht noch extra Wolle kaufen. Und zweitens wäre es mir einfach zu schwer geworden. Also wirklich gewichtmäßig. Das hatte doppelt so viel Wolle nur auf den letzten 10 Reihen. Also habe ich mich dazu entschieden, und ich finde das passt für dieses Design, wie ich es jetzt gemacht habe, für diesen Abschluss ganz gut, ein 1-1 Rippchen zu machen und hier auch wieder italienisch abzuketten. Also eben dieses Maschenstichmäßige. Das finde ich gut, das passt. Sehr schön. So, und dann ging es darum, wie schließe ich die Ärmel ab, weil die Ärmel haben letztendlich keinen Ärmel, das sind wieder überzogene Ärmel. Das heißt, die gehen über die Schulter drüber. Man könnte natürlich Ärmel dran stricken, aber prinzipiell hört der Pullover mit dem Absetzen der Ärmel einfach auf und du strickst nur noch sozusagen ein Bündchen dran. Und mit diesem Bündchen habe ich mich 3000 Mal gespielt. Ich habe das weiß nicht wie oft aufgetrennt. Schwarz hatte ich nicht mehr, ich hatte nur noch ein bisschen Grau und ich hatte nicht mehr so viel Grau, dass sich das mit einem ungeschlagenen Bündchen ausgeht. So, jetzt habe ich mir überlegt, ich mache es glatt rechts. Nein, zuerst habe ich mir überlegt, okay, ich probiere es auch mit diesem Rippenmuster. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat einfach, da hat es komisch ausgeschaut. Unten hat es gepasst, aber hier hat dadurch, dass alles im glatt rechts Design ist oder in der glatt rechts Optik ist, hat hier ein Rechts-Links-Bündchen einfach wirklich nicht schön ausgesehen. Das hat mir nicht gefallen. Gut, wieder aufgetrennt. Dann habe ich gedacht, okay, ich stricke es einfach glatt rechts und kette ab. Bis dann wer gesagt hat, habe ich glaube ich schon erzählt, wenn man das glatt rechts abkettet, dann rollt es sich ein. Das will ich aber nicht. Das passt nicht zu diesem Design. Das Design ist irgendwie so gerad und geradlinig. Und wenn das dann sich so einrollt und ein bisschen verspielt ist, das schaut komisch aus. Gut, ich habe mich irre lang gespielt und überlegt, wie kann ich dieses italienische Abketten vielleicht sogar machen. Und letztendlich ist es eine Form des italienischen Abkettens geworden. Ich muss euch jetzt ehrlich sagen, ich habe mich so lang gespielt, ich kann euch jetzt nicht mehr 300%ig sagen, wie ich es gemacht habe. Was ich gemacht habe. Ich habe das Vorbereiten wie beim italienisch Abketten gemacht. Da muss man immer eine Runde die rechte Masche stricken, die linke Masche nur abheben mit dem Faden vor der Masche, dann wieder stricken, abheben. In der zweiten Runde dann die linken Maschen stricken und die rechten mit dem Faden hinter der Masche. Also wenn ich eine rechte Masche habe, hebe ich sie nur ab mit dem Faden hinter der Masche, stricke die linke Masche, hebe ab, linke so. Was hat das zur Folge? Es hat zur Folge, dass du sozusagen aus einer Reihe zwei Reihen machst. In der Anleitung von der Jochi Lucatelli sagt sie dann auch, gib die rechten Maschen auf eine Nadel, gib die linken Maschen auf eine Nadel. Und dann ist es eigentlich ein Maschenstich, mit dem du abkettest. Dadurch, dass sie rechts, links sind, ich mache das nicht, dass ich sie auf zwei Nadeln aufteile, es geht auch mit auf einer Nadel haben. So, ich habe das jetzt hier eigentlich auch gemacht. Allerdings, dadurch, dass ich keine linken Maschen habe, sondern nur rechte Maschen,
habe ich immer so ab, also habe ich immer eine abgestrickt, eine abgehoben, eine abgestrickt, eine abgehoben, aber es war immer der Faden hinter der Masche. Und dann beim Abketten habe ich tatsächlich, weil sonst hätte ich das nicht gecheckt, die Maschen aufgeteilt mit einmal mit zwei Nadeln. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, aber prinzipiell ist es ein italienisches Abketten. Es schaut dann so aus. Es ist nicht so rund wie beim Bündchen. Ich kann euch das Bündchen gleich nochmal zeigen. Aber es hat zur Folge, dass das oben, ich finde, einen sehr sauberen Abschluss hat. Vor allem so sauber, wie das mit Leine, Viskose geht. Da muss man ziemlich aufpassen, dass es nicht zu locker ist, weil sonst das sind Katzenhaare. Sonst schaut es komisch aus. Aber vor allem, es rollt sich nicht ein. Also das ist kein Einrollen, sondern das ist wirklich diese Abschlussreihe. Und das hat mir jetzt am Schluss, abgesehen davon, dass ich es 5-mal probiert habe, gut gefallen. Und ich wollte mich da nicht mehr spielen. Also das Ergebnis ist so gut, wie ich es mir vorgestellt habe, es sein könnte. da sieht man es mit Schwarz halt recht schlecht. Aber da ist es eben das Italienische, da legt sich so rundherum. Und rundherum legen tut sich's nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Ich weiß nicht, ob das ginge. Es gibt ein Buch, das muss ich mir jetzt endlich irgendwann besorgen. 100 Ways to Cast on and Bind Off. Und da wäre da vielleicht die Lösung drinnen gewesen, die ich gern gehabt hätte. Aber die Lösung gefällt mir zumindest. Das war das Wichtigste. Weil ich habe das 30.000 Mal gemacht. Noch eine wichtige Sache, was in keiner Anleitung erwähnt wird, und das stört mich mittlerweile, das seht ihr vielleicht ganz gut. Ich finde, die Aufnahmereihe schaut super cool aus. Ich habe die Maschen aufgenommen am Rand und, so wie es gesagt wurde, alle vier Reihen drei Maschen aufgenommen. Und dann habe ich aber die erste Reihe, und das sieht man, verschränkt abgestrickt. Das hat zur Folge, dass das Ganze ein bisschen enger ist und sauberer aussieht. Hier sieht man das vielleicht, habe ich das nämlich nicht gemacht. Und ich finde, das schaut ein bisschen verwortakelt aus. Ist mir jetzt wurscht, ich lasse das so, weil das sehe eh nur ich. Aber das ist der Riesenunterschied, finde ich, wenn man das eben mit verschränkten, wenn man die erste Reihe verschränkt abstrickt. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann ein Tutorial zu diesem Abschluss. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und ich bin im Großen und Ganzen sehr, sehr happy mit diesem Top. Noch was zu sagen? Nee. Gewaschen, geblockt, alles vernäht. Eine Milliarde Fäden mindestens. Das war die Hölle. 50 Gramm Knäuel. Yeah. Ich habe fast alles an Wolle, die ich hatte, verstrickt. Ihr seht alle Angaben ganz, ganz genau auf Ravelry, www.ravelry.com. Dort heiße ich übrigens Trochilita und dort habe ich meine Projekte angelegt. Und bei den Projekten schreibe ich eigentlich immer ganz genau dazu, wenn ich nicht vergesse. Erstens, was für Techniken ich verwendet habe, wenn ich was anders gemacht habe, was ich verändert habe. Und du wirst gleich von Wolle erschlagen. Und wie viel Wolle ich verwendet habe für das Projekt, auch welche Größe ich gestrickt habe, welche Nadelstärke ich verwendet habe, das findet ihr alles dort bei meinen Projekten. Und ich habe auch meine ganzen Shownotes, also alle Informationen und alle Projekte und etc. Designer verlinkt in meiner Gruppe Sissi will Wolle. Und dort könnt ihr übrigens auch vorbeischauen, mir Fragen stellen, euch vorstellen, eure Projekte mit den anderen in der Gruppe teilen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile 500 Gruppenmitglieder. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dort vorbeischaust und Hallo sagst. Du findest übrigens auch unten in diesem Informationskästchen die ganzen Projekte immer verlinkt. Und wenn du dann nochmal nachschauen möchtest, habe ich immer so einen Zeitstempel, da kannst du draufklicken, da hüpfst du dann im Video direkt zu der Stelle, wo ich über das jeweilige Projekt spreche. Was habe ich auf den Nadeln? Die Vivo Socks von The Knitting Me von Bettina Wenko. Das war ein Design exklusiv für den Wiener Wollkongress, für den ersten Wiener Wollkongress, mit einer Färbung von Zauberhaft Handgemacht von der Ann Riegler. Allerdings habe ich nicht die Wolle von der Ann verwendet, sondern eine aus dem Stash, die ich noch hatte, die ich unter Anführungszeichen auch endlich verstricken wollte und die schon gewickelt war zu dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen auf Urlaub gefahren bin. Die erste Socke ist schon fertig von der lieben Bettina. Du bist im Weg. Die kann ich euch auch kurz am Sockenstrecker zeigen, einfach deswegen. Ich habe einen relativ kurzen Schaft gestrickt, weil ich faul bin. Ganz ehrlich, ich bin einfach nur faul. Und da sieht man aber schon ein bisschen besser aufgespannt das Design. Oben ist das so ein
ein bisschen an ein Schuhmuster, sieht man jetzt nicht so gut wegen dem roten Sockenblocker, aber das ist das Schuhmuster und unten ist es hauptsächlich dann von beim Fuß eine Rippchensocke. Ein Socken ist schon fertig, der zweite ist schon fast ganz fertig, da bin ich schon über der Ferse, da brauche ich nicht mehr lang, da habe ich schon so viel und das Design ist noch exklusiv, du bist laut, lass das, du hast jetzt eh schon mein Backerl ausgepackt, das ist nämlich unmöglich. Hauptsache es raschelt, oder? What was I wanted to say? Bin schon fast fertig, bin schon über die Ferse, passt jetzt alles super gut. Die Anleitung ist sehr verständlich, wie ich das von der Bettina auch gewohnt bin, sehr ausführlich. Gar kein schweres Muster, also super gut für auch Anfänger geeignet. Genau, es ist noch ein exklusives Design, aber nicht mehr sehr, sehr, sehr lange. Und dann kann auch jeder dieses Design sozusagen erwerben bei der lieben Bettina. Sie hat das extra für uns in Zusammenarbeit mit der Ann sozusagen entworfen. Das heißt, die zwei hatten eine Inspiration, ein Inspirationsbild, haben ein paar Bilder von der Location bekommen, wo der Wollkongress war und haben sich daraufhin abgesprochen, was ich nämlich auch super cool finde. Die haben da wirklich zusammengearbeitet, welche Wolle gefärbt wird und welches Design dann daraus gestrickt wird. Und das war eben von uns die Bitte, ein Sockendesign zu machen, einfach deswegen, weil sich das leicht auch anschlagen lässt beim Kongress, man theoretisch gleich anfangen kann und schnelle Erfolge erzielt. Schauen wir mal, wie das beim nächsten Wiener Wollkongress sein wird, ob wir das dann auch so handhaben oder ob das dann ein bisschen was anderes wird, das wissen wir noch nicht, aber wir sind am Überlegen, was man tun könnte. Cool ist auf jeden Fall, dass das recht schnell geht. Ich habe eigentlich noch nie eine Rippchensocke gestrickt und deswegen bin ich schon gespannt, wie sich die dann auch tragen lässt. Bei der Spitzenabnahme habe ich mich, glaube ich, tatsächlich nicht an die Anleitung von der Bettina gehalten, weil ich einfach meine Go-To-Spitze mache mit meinen Abnahmen. Aber das ist ein Detail, weil ich glaube, sonst ist es von der Bettina zumindest ähnlich. Ich habe es gar nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht mal reingeschaut. Ich habe gewusst, ich stricke so lange ich brauche und dann mache ich meine Spitze. Ferse habe ich so gemacht, wie es in ihrer Anleitung ist, ganz genauso. Da habe ich mich dran gehalten. Eine ganz normale verstärkte Fersenwand ist hier dabei mit, ich glaube, ihr nennt es das Herzchenferse oder Käppchenferse, keine Ahnung. Ich weiß nie, wie diese Fersen heißen. Ich kann es gerade auch nicht nachschauen. Und was mir gut gefällt, ist, dass sie die Anleitung sowohl mit Chart macht, also mit einer Zeichnung sozusagen. Ich tue mir nämlich viel, viel leichter mit Chart. Sie hat es aber auch ausgeschrieben in der Anleitung drinnen. Die Wolle ist ein Rest, den ich noch habe. Hedgehog Fiber. Ich glaube, die Farbe Monarch. Deswegen, ich glaube, weil ich habe das damals geschenkt bekommen und hatte kein Tag dabei. Ich habe es dann einmal gegoogelt und bin mir relativ sicher, dass die Farbe Monarch heißt. Das wird jetzt auch bald der Rest vom Schützenfest sein, weil ich habe noch so viel. Das heißt, es geht sich auf jeden Fall noch die Socke fertig aus und dann bleiben mir vielleicht noch 5 Gramm oder sowas über, also wirklich ein Rest. Das war auch der Grund, wieso ich diese Wolle verwendet habe. Ich habe gewusst, da geht sich ein paar Socken auf jeden Fall gut aus und dann ist dieser Rest auch weg. Habe da schon in anderen Socken auch verstrickt, deswegen bin ich ganz froh, wenn so ein bisschen, wenn mein Stash ein bisschen lockerer wird sozusagen. So viel zu den Projekten auf der Nadel bzw. den fertiggestellten Projekten. Ich habe im Titel schon ein bisschen drinnen, dass ich so eine Strickflaute habe, einfach hauptsächlich deswegen, weil mich dieses Chaos, dieses Wollchaos in meinem Strickzimmer extrem stresst. Ich muss hier aufräumen und solange ich hier nicht aufgeräumt habe, kann ich auch nichts Neues anfangen. Das merke ich einfach total. Mich blockiert das ungemein. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas Neues anzuschlagen. Ich habe keine Idee, was ich anschlagen mag. Ich weiß genau, ich habe für mindestens 5 Projekte die Wolle da. Ich weiß auch, dass ich mich für jedes Projekt wirklich auf jedes Projekt freuen würde. Aber mich stresst das gerade ungemein. Ich muss hier einfach aufräumen. Das heißt, es wird hoffentlich sehr, sehr, sehr bald einen D-Stash geben. Ich werde mich auf jeden Fall von ziemlich viel Wolle trennen, sagte sie, und da kam das neue Paket. Dazu sage ich gleich was. Aber da muss einfach, es muss einfach Platz geschaffen werden. Ich halte das nicht mehr aus. Mich macht das wirklich wahnsinnig. Da möchte ich noch sagen, es gibt noch 2 Dinge, die ich herzeigen möchte. Zum einen ein großes, großes Dankeschön an eine liebe Zuseherin. Ich habe als Dankeschön für die Organisation vom Wollkongress und wegen was anderem auch noch eben diese Stricktasche bekommen. Ich freue mich drüber. Ich wollte die herzeigen, weil sie so schön ist. Danke, danke, danke. Und was ich so cool finde, das ist auf jeden Fall, das ist ja eingenäht und da steht mein Name drauf und ich habe jetzt einen Strickbeutel mit meinem Namen drauf. Es ist so cool. Ich bin urhappy. Das ist urschön. Das ist echt fein. Vielen lieben Dank.
Über sowas freut man sich einfach, weil das ist einfach total aufmerksam und ja, das, ja, ich mag das. Danke, danke, danke. Und genau, kann ich eh sagen, es ist ein Unikat in dem Fall bei Elisvi von der lieben Elisabeth. Ich muss sie noch fragen, ob ich sie irgendwie verlinken kann. Und ja, sie macht eben so Projekttaschen und die kann man auch, soweit ich weiß, erstehen. Halt nicht in Wien, sondern in Kärnten. Aber das macht ja nichts. Apropos Wien, es kommen demnächst, nämlich demnächst nächstes Wochenende und im Oktober, gleich zwei Wollmärkte nach Wien und das ist ziemlich cool. Also beide sind super interessant und ich freue mich schon sehr, sehr auf beide und ich werde auch schauen, dass ich zu beiden hingehen kann. Das erste ist gleich, wie gesagt, nächstes Wochenende am 24. und 25. September von 10 bis 18 Uhr die Wollträume on Tour, die von vorher im Gleis 21 und dieses Mal im Mai Hive im 10. Bezirk beim Wienerberg ist das dort. Für mich total cool, weil da falle ich praktisch nur um und bin gleich dort. Ich komme da super gut hin. Also wenn ihr dort vorbeischauen wollt, ich bin auf jeden Fall dort. Das organisiert prinzipiell die Barbara. Diesmal hat sie sich zusammengetan mit der Doris von Greenery Wolle. Also Barbara von Wollwerkstatt Mürrerhof und Doris von Greenery Wolle organisieren das diesmal. Es kommen die Kärntnerinnen. Die Sandra und die Ann sind dort. Und es kommt auch die Frisania ist dort, hat einen Stand mit Diamond Style gemeinsam. Wollhabitat und auch die Mirja von Mirjas Woolplay. Das sind jetzt die, die ich auswendig im Kopf habe. Es sind aber auf jeden Fall mehr. Bitte, ich verlinke eh alles unten, schaut es auch selber nochmal nach. Auf dem Instagram-Account findet ihr auch Informationen, beziehungsweise bei der Barbara auf der Homepage auf jeden Fall. Das ist das eine Event, wo ich auf jeden Fall aufschlagen werde. Ich weiß selbst noch nicht, an welchem Tag. Wenn ich es weiß, schreibe ich das auch auf meinem Instagram-Account. Dort findet ihr mich übrigens als Unterstrich, Trochilita Unterstrich, beziehungsweise findet ihr mich dort natürlich auch mit Sissi Wildwolle. Und da werde ich dann auch sagen, wann ich vorhabe, dort zu sein, falls ihr mich treffen wollt. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Ich werde wahrscheinlich nur Wolle streicheln und wenig kaufen, hoffentlich. Einfach deswegen, weil, ja, ich habe schon vom Tisch gesprochen. Aber ich möchte unbedingt hin, weil mich einfach auch interessiert, wie es dort ausschaut. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit den Ständen ist, wie die Location ist. Alles cool, ich bin dort und werde mich zumindest zum Stricken und Plaudern hinsetzen. Dann das zweite große Woll-Event, das jetzt schon ein paar Jahre auf sich hat warten lassen, dank der Pandemie, ist das Wiener Woll- und Stofffest. Und zwar findet das am 22. und 23. Oktober statt. Das ist also so bei mir vor den Herbstferien sozusagen. Das ist dieses Mal auch in einer anderen Location, und zwar in Vösendorf. Ich war vorher immer beim Gasometer in der Nähe. Ich finde Vösendorf eigentlich ziemlich cool, also in der Pyramide. Relativ große Location und da bin ich schon super gespannt. Vor allem, von wem ich jetzt hundertprozentig weiß, dass sie kommt. Ich habe mir leider die Aussteller gerade gar nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass Steffis Wolle dort sein wird. Und auf die freue ich mich. Jetzt habe ich nämlich ein Spinnrad. Und jetzt greife ich wahrscheinlich endlich zu bei ihren Spinnfasern. Deswegen möchte ich auch wieder zum Spinnen anfangen. Als hätte ich nicht genug Spinnfasern. Aber egal. Auf das freue ich mich schon sehr, weil es eben eine neue Location ist. Und ich bin einfach auch gespannt nach dieser langen Pause, wie es dort sein wird, was so abgehen wird, wer aller kommt, wer aller ausstellen wird. Also das sind so diese zwei großen kommenden Wiener Wollfeste sozusagen. Und ich finde das super cool, dass wir einfach jetzt schon ein bisschen mehr haben. Weil vor ein paar Jahren, ich glaube, das Wiener Woll- und Stofffest macht es zum fünften Mal, hat das eben einmal im Jahr gemacht. Und tatsächlich gibt es in Österreich insgesamt so von diesen Wollfesten fast gar nichts. Und dass es jetzt in Wien gleich zwei gibt oder öfter was passiert, finde ich urcool, super großartig und es ist immer auch an relativ guten Wochenenden. Vielleicht schafft es ja, auf einen Sprung nach Wien zu kommen. Ich bin auf jeden Fall bei beiden. Wenn ich weiß, an welchem Tag, schreibe ich das. Und ich würde mich sehr freuen, euch auch dort zu sehen. Ihr könnt es mir auch gerne auf Instagram schreiben oder hier unten in die Kommentare. Wenn ihr da gerne wissen wollt, wann ich genau dort sein werde, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ja, und ich habe da ein Paket bekommen, das sich super gut nicht auspacken lässt, weil die Katze drinnen liegt. Und zwar aus Schweden ist dieses Paket. Das ist ein Wolltest-Paket von der Firma Etta. Und ich habe Wolle bekommen. So, ich habe es mir wirklich noch nicht angeschaut. Etna heißt die Firma. Da gibt es auch einen Kundenclub. Und die haben mich gefragt, ob sie mir ein Probierpaket schicken dürfen, also auch ohne irgendwelche Verpflichtungen. Und ich kann es herzeigen, muss es aber nicht, also eigentlich einfach nur für mich. Und ich habe gesagt, ja, könnt ihr mal schicken, sehr, sehr gerne.
Kenne ich nicht, schau mal an. Ist eben neu, Etna ist es. Und das ist wie gesagt ein Shop in Schweden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ist ein Webshop und die Katze liegt in der Wolle. Und da sind jetzt unterschiedliche Qualitäten drinnen, die ich alle noch nie gesehen habe. Einmal etwas mit Tencel. Svartfaret ist die Firma. Die Firma habe ich auch noch nie gehört. Softlana, Baby Lama Wolle. Tencel und Alpaka. Also das ist hier Tencel und Alpaka. Das ist Baby Lama. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss das erst in Ruhe durchschauen, ob und was ich davon behalten möchte. Und vielleicht mache ich da aber auch eine kleine Verlosung draus. Da ist ja ganz viel coole Sachen drinnen. Mohair Silk, so in einem neutralen Ton. Also das sind wirklich ein Probierpaket mit ganz vielen unterschiedlichen Qualitäten, wo die Katze jetzt schon drin geschlafen hat. Das tut mir unendlich leid. Aber auch mehrere Stränge. Ich kann es jetzt nicht in Ruhe auspacken, weil da ist eine Katze drin. Das schaut cool aus. Pure Swedish Yarn. Es ist überhaupt nicht meins, weil es sehr rau ist. Aber ich finde, es schaut sehr cool aus. Greift sich auch prinzipiell super gut an. Ich bin halt nicht so, ich brauche es ein bisschen softer. Also das Baby-Lama ist mehr meins. Da könnte sich aber vielleicht auch ausgehen, dass ich eine Verlosung mache oder zwei. Zum Probieren. Oh, da muss ich mich noch erkundigen. Da habe ich einen Gutscheincode auch drinnen. Was ist das? Oh, das mache ich auf. Wow, das ist ja cool. Was ist das? Was ist da drinnen? Ah, okay, ein Lederschachtel, aber ein Lederschachtel, super cool. Und das ist leer, da kann ich Sachen reingeben. Man kriegt es vielleicht mit, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überwältigt von der Vielfalt dieser Produkte, die da drinnen sind, also auch von der Vielfalt der Wolle. Sehr, sehr cool, da ist noch einmal, vor allem ist es nicht immer nur ein Knäuel, sondern das sind teilweise eben zwei Knäuel, wie von hier, Tencel, das ist Tencel Sockyarn. Sehr gedeckte Farben, also jetzt nichts Knalliges, was ich jetzt auch nicht schlecht finde, sondern einfach nur, das ist sehr, sehr gedeckt. Und das sind jetzt zweimal 50 Gramm, oder sind das 200? Das ist das 50, gell? Ich kann nicht lesen. 100 Gramm! Zweimal 100 Gramm, ist ziemlich viel. Also es würde ja praktisch zum Sockenstricken, würde mir ein 100 Gramm Knäuel ja prinzipiell reichen. Das ist übrigens Tencel und Wolle. Schaut so aus. Und was haben wir dann noch? Also von diesem Lama habe ich hier einmal, zweimal, dreimal, viermal was. Boah, ist das weich. Boah, ist das weich. Oh mein Gott. Also, das fühlt sich schon sehr cool an. Das ist super soft. Bist du geliebt? Ein 100% Baby-Lama. Und was tragst du so? Baby-Lama. Da ist auch die Farbkombination ziemlich leibend. Also das wäre, glaube ich, auch ganz cool für so ein mehrfärbiges Haubenprojekt. Zum Beispiel. Oh, eine Kinderweste. Aber für Kinderweste ist es, glaube ich, trotzdem zu wenig. Das sind, wenn ich das jetzt richtig im Gefühl habe, ja, 50 Gramm, das heißt, das sind 200 Gramm. Das müsste die Stärke circa sein. Ja, sogar, das ist sogar dicker, weil 50 Gramm sind 100 Meter, 100 Gramm sind 200 Meter. Das ist, ich glaube, so Aaron Weight in die Richtung. Ja? Aber es ist so weich. Okay, das ist drinnen. Die Katze ist drinnen, aber die haben es mir nicht geschickt. Die hat sich einfach dazugegeben. Von der habe ich drei Knäuel. Was bist du? Das ist nur Wolle und Alpaka. Also das sind sehr interessante Mischungen. Nichts davon ist unter Anführungszeichen nur Wolle, bis auf die. Die ist nur Wolle. Nur darf man ja gar nicht sagen. Aber das ist schwedische Wolle, also 100% Wolle und das andere sind alles Gemische. Also hier haben wir eben Alpaka und Wolle. Und da habe ich auch ein kleines Knäuel, 100% Cotton, Baumwolle. Also das ist einfach so, was die alles für Varietät sozusagen haben. Und da habe ich noch
Jetzt gehst du. Danke. Superwash Merino. Die heißt Mio. Ah, da haben sie offensichtlich das Label geändert. Einmal so in Violett und einmal in Blau. Also das ist unter Anführungszeichen nur Merino. Da ist jetzt keine Sonderfaser dabei. Das sind jeweils 50 Gramm. Eben von der Tencel Blow, Tencel und Alpaka habe ich 2 Knäuel. Da könnte sich dann auch eben gut eine Haube zum Beispiel ausgehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich einiges davon an euch weitergeben möchte. Vor allem, weil da auch noch ein cooler Beutel von Edna dabei ist. Also danke da mal an diejenigen, die mir das geschickt haben. Finde ich super cool. Finde ich ganz großartig. Ich werde das auch nochmal, glaube ich, verlinken. Super großzügig vor allem. Und nachdem ich, wie gesagt, schon gesagt habe, dass ich nicht die ganze Wolle für mich hamstern möchte, weil ich kann einfach nicht mehr. Ich kann das gar nicht alles verstricken und ich habe dann auch keine Freude mehr damit. Ich habe Freude mit der Wolle, die ich habe, und ich freue mich auch immer über Wolle. So ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, also ich möchte auch nicht alles weggeben, weil das ist das Baby. Lama ist einfach geil. Kamel, nein, Lama, Baby Lama. Aber prinzipiell möchte ich auch wissen, was ich damit stricken kann. Also ich möchte eine Idee haben und mir sind einfach gerade, ich habe genug Projekte, die ich gerne stricken möchte, und ich habe auch genug Projekte, die ich noch in meine Strickwunschliste hineingebe. Aber ich muss auch einfach ein Ziel ein bisschen vor Augen haben, weil sonst bin ich einfach überfordert und dann stresst es mich und dann habe ich keinen Spaß dran. Und ich möchte an der Wolle nach wie vor Spaß haben. Ich höre auch nicht auf, Wolle zu kaufen, aber es ist irgendwie, es muss ein bisschen kontrolliert sein. Und das zum Beispiel ist nicht kontrolliert, weil ich es nicht kontrolliert habe. Ich habe gewusst, es kommt, und lustigerweise hätte es, glaube ich, schon, ist das schon seit einem halben Jahr oder so im Gespräch, dass ich das eventuell kriege. Ich habe schon wieder völlig vergessen gehabt dazwischen und jetzt wurde mir eben gesagt, ah, es kommt ein Paket endlich, was ich total lieb finde. Wie gesagt, ohne irgendwelche, ich muss das behalten, ich muss es hergeben, ich muss es bewerben, gar nichts, sondern ich habe es einfach gekriegt und darf damit machen, was ich möchte. Ich möchte sicher was behalten, aber ich möchte auch was hergeben. Und wie gesagt, da sage ich euch auch noch, wie ich das machen werde. Im Zuge meines Distests wahrscheinlich, wie gesagt. Ist das cool? Ich finde das tatsächlich urgroßartig. Ich möchte mir was überlegen für diese 4 Knäuel, weil ich die cool finde. Mir gefällt die Farbzusammenstellung, mir gefällt das Material. Ich möchte was... Das ja. So, den finde ich, ich finde das urschön. Also das ist so, das würde meine ganzen Chaos-Dings ein bisschen ablösen. Wobei, ich habe eh urviele Schachtel. Vielleicht kommt es dann auch noch dazu für euch. Mal schauen. Zum Thema Wolle bestellen. Ich habe Wolle bestellt. Aber nicht für mich. Ich werde die euch wahrscheinlich sogar zeigen, weil das ist ein Adventkalender, wird das für meine Schwester. Und die hat sich das dieses Jahr gewünscht, dass sie einen Adventkalender, einen Faser-Adventkalender, einen Woll-Adventkalender bekommt. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich das letztes Jahr so cool gefunden habe. Und es hat aber nicht wirklich sowas gegeben, wo ich mir gedacht habe, da können sie sich drüber freuen. Sie hat gesagt, es ist egal, ich soll ihr das zusammenstellen und gerne eine Anleitung dazu geben. Sie möchte nicht denken müssen, sie möchte einfach nur drauf losstricken können. Und ich habe mir gedacht, der Travel-Mode von Susanne Sommer letztes Jahr hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, war ein super cooles Design. Gibt es auch jetzt praktisch als Anleitung, kann man sie auch schon separat vom Adventkalender erstehen. Und ich fand aber den Adventkalender damit auch so cool und fand die Aufteilung super praktisch. Deswegen habe ich beschlossen, ich nehme einfach das her und habe tatsächlich auch wieder Frieda Fuchs Wolle organisiert und werde euch das zeigen. Meine Schwester darf sich dann einfach nicht anschauen. Ich weiß nicht, ob sie meinen YouTube-Kanal gerade schaut, also die Folgen. Und wenn ja, dann muss sie einfach da wegschauen. Und dann zeige ich euch die Wolle, bevor ich sie weiterschenke, und zeige euch auch, wie ich das mir überlegt habe, wie ich das zusammenstelle, weil es ist gar nicht so einfach, nur über den Bildschirm, über die Farben am Bildschirm, das sozusagen zusammenzustellen, finde ich. Ich habe ein ganz gutes Gefühl für die Frieda Fuchs Wolle und sie hat die Farben alle extrem gut abgebildet. Das macht tatsächlich das Zusammenstellen dann auch über den Bildschirm ein bisschen einfacher, weil zumindest alle gleich abgebildet sind. Und dann kann man hoffentlich davon ausgehen, dass sie auch am Bildschirm so dann zusammenpassen wie Natura. Ich hätte natürlich zu einer Handfärberin, mit einem Handfärber meines Vertrauens gehen können, und das wäre vielleicht auch gar nicht so blöd gewesen. Hatte ich auch überlegt, ich habe es dann einfach deswegen so gemacht, weil es für mich in dem Fall einfacher war. Von der also für mich, weil ich hätte dann sonst mit jemandem kommunizieren müssen und dann hin und her und dann zeig mir. Und das wäre mir einfach in dem Fall zu lang gewesen oder zu umständlich. Aber überlege ich mir das nächste Mal sonst auch wirklich so zu machen, wenn ich wieder was für meine Schwester zusammenstelle, weil
Ich kenne so viele super gute Handfärberinnen aus Österreich auch, die alle großartige Arbeit leisten und alle ihre Spezialabteilungen und Fähigkeiten haben. Und wenn du gerne wissen möchtest, was für Handfärberinnen wir in Österreich haben, ich habe die auch auf meinem in meiner Reverie-Gruppe aufgelistet alle und verlinkt. Das heißt, du brauchst gar nicht großartig suchen, du brauchst nur auf die Seite gehen und kannst dich da durchklicken und kannst dir anschauen, was die jeweiligen Handfärberinnen und Handfärber so machen. Das sind, wie gesagt, alle, die ich kenne, zumindest verlinkt. Sollte jemand fehlen in dieser Liste und du kennst noch jemanden, da darfst du mir das bitte unbedingt sagen, oder sollte ein Link vielleicht nicht mehr aktuell sein, bitte einfach sagen, dann aktualisiere ich diese Liste sofort umgehend. Oder vielleicht bist du eine kleine Handfärberin aus Österreich und würdest gerne sozusagen ein bisschen herumkommen oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann verlinke ich dich sehr, sehr gerne in dieser Liste und gebe dich dort hinein. Das ist halt das Praktische. Ich habe übrigens auch eine Homepage, da habe ich auch meine Shownotes bzw. das Video immer verlinkt. Das ist sissiwillwolle.com, also www.sissiwillwolle.com. Dort findest du auch noch weitere Informationen. Ja, und wenn du meinen Kanal noch unterstützen möchtest, kannst du das am allerbesten machen, indem du einen Daumen hoch da lässt oder sogar ein Abo dir nimmst, falls du noch keines haben solltest, beziehungsweise unten einen Kommentar hineinschreibst. Da hilfst du mir natürlich auch sehr, sehr weiter. Würde ich mich riesig freuen. Vor allem freue ich mich immer über den Austausch mit dir beziehungsweise mit euch. Und wenn du mich finanziell unterstützen möchtest, also nicht mich, weil ich habe einen Job, aber den Kanal, dann kannst du das auch sehr, sehr gerne machen. Ich habe einen Ko-fi-Account, da kannst du mir sozusagen einen virtuellen Kaffee ausgeben und alles praktisch, was ich dort gespendet bekomme, verwende ich dann tatsächlich nur für den Kanal. Zum Beispiel, wenn ich eben Preise verschicke, damit ich das Porto nicht euch sozusagen abgeben muss, sondern dass das kommt, dann sozusagen wird das von diesem Topf gezahlt. Oder wenn ich technisches Equipment besorge für den Kanal, dann wird das sozusagen auch aus diesem Topf in erster Linie genommen und dann in zweiter Linie aus meinem Topf. Das ist halt so. Deswegen macht man ein Hobby, weil es einem Spaß macht. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser Folge auch Spaß, mit diesem mehr oder weniger chaotischen Unpacking. Tut mir leid, Katze. Wenn ich was damit stricke, gebe ich natürlich Bescheid. Wenn ich es verlose, gebe ich euch auch Bescheid. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich finde es auf jeden Fall super cool, dass ich es gekriegt habe. Da freue ich mich sehr. Unaufgeforderterweise und unbezahlterweise einfach so. Und ja, danke euch fürs Einschalten und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Sissi will Wolle. Bis dahin, alles Gute, Bussi. Baba. Have you made your great escape? Some may say we are haunted, and all our needs are fine.